Ich möchte zu den Pokémon-Weltmeisterschaften. Dafür üben wir im Rangkampf, im Doppelkampfformat, das erste und einzige Mal mit einem Geofissur-Team. Unser erster Gegner hat ordentlich viele Unlicht-Pokémon am Start. Ich glaube, gegen dieses Team leaden wir mit Dinglu und tatsächlich Dragoran und packen dann Epitaph und den Mäuserich in der Bag. In der neuen Regulation C ist einiges ganz verrückt, denn wir haben ja die vier legendären Unheil-Pokémon am Start, die natürlich auch wirklich gut sind, dank ihrer Fähigkeiten. Dinglu ist ein wirklich sehr besonderes Pokémon, denn der ist sehr bulky, defensiv, schwächt den Spezialangriff der gegnerischen Pokémon und mit der Offensivweste kann man ihn fast gar nicht durchbrechen. Was jetzt aber wie folgt ist, wir gehen auf jeden Fall auf Terra Gift, weil Kehrtwind ist ein bisschen nervig von Cherox. Ich mach's einfach mal. Ich will es einfach nur machen fürs Meme. Wir drücken Geofissur. Geofissur ist natürlich im Doppelkampfformat bzw. im VGC erlaubt, ne? Im Smogon-Format gibt es eine One-Hit-KO-Clause, da darf man diese Moves nicht einsetzen. Hier darf man das. Und Geofissur ist keine konstante Attacke. Und sie ist auch sehr unfair. Ne? Weil wenn es einfach trifft, dann hast du einen safen KO. Aber es trifft halt nur in 30%, also in 3 von 10 Fällen. Ne? 30% Genauigkeit hat das Ganze. Das ist nicht wirklich hoch. Trotzdem kann das halt game-changing sein. Auf Dinglu ist es tatsächlich gut, weil der ist sehr bulky, kann relativ lange überleben und kann dementsprechend die Geofissur einfach mal rausballern. Und wenn es nicht trifft, dann trifft es halt nicht. Weil, was auch noch cool jetzt ist, nächste Runde haben wir einen doppelt so starken Frischdampfer. Und deswegen, wir werden jetzt hier nicht ganz Geofissur spammen. Wir gehen jetzt auf Frischdampfer in den Cherox-Slot und hauen, glaube ich, sogar einen doppelten Frischdampfer auf Cherox. Ich meine, der könnte auf Schutzschild gehen, ja, aber nein, der geht auf Patroni. Das ist voll okay. Damit können wir ganz gut leben. Schmarotzer kommt in den Dragoan-Slot. Der Double-Target. Okay, das heißt, wir kommen nicht mehr unseren Move raus, aber das ist okay, weil wir jetzt eine 150er Base-Power-Frischdampfer rausbekommen. Und mit Step macht das halt echt guten Schaden. Deswegen, es lohnt sich, Geofissur zu drücken. So, wir hauen hier auf jeden Fall jetzt erstmal Epitaph rein und können erstmal eine Runde auf Schutzschild gehen. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr komisch, dieses Set. Aber es ist schon gar nicht mal so blöd. Weil es gibt halt Situationen, wo du einfach mal Geofissur drücken kannst, ohne Probleme oder vielleicht auch musst. Und in 3 von 10 Fällen ist das natürlich super. Und in den anderen 7 von 10 Fällen ist es blöd. Aber letztens gab es bei einem Regional den Fall, dass eine Person 4 von 5 Geofissur getroffen hat. Das ist einfach illegal. Und zum Glück haben wir gerade den Protect hier eingesetzt, weil der Gegner uns gedouble-targetet hat. Und Frischdampfer würde jetzt Cherox gehen. Und deswegen ist es voll okay, dass wir Geofissur gedrückt haben, weil hätte ja klappen können. Und wenn nicht, haben wir immer noch danach eine starke Attacke. So, was kommt jetzt hier rein? Es ist Eisenfalter. Okay, Eisenfalter kann auf jeden Fall gefährlich sein. Aber andererseits, wir haben Dinglu. Dinglu ist dagegen sehr, sehr stark. Ich glaube, wir hauen sogar Verderben gegen Eisenfalter raus. Vielleicht könnte mir vorstellen, dass da jetzt gleich Terra-Pflanze kommt und wechseln Epitaph raus in den Mäuserich. Irgendwie hat sich der Name Mäuserich bei mir etabliert, auch wenn es natürlich nicht so heißt, aber besser als Vermieb, sage ich. So, und wir sehen jetzt die Terra-Kristallisierung natürlich rauskommen. Wahrscheinlich Terra-Pflanze, deswegen ist Verderben halt ganz cool. Ist halt immer safe 50% auf das gegnerische Pokémon, die Signature-Attacke der Unheils-Pokémon. Jo, da sehen wir Terra-Pflanze. Wir hätten natürlich auch wieder Geofissur drücken können, hätte klappen können. Eigentlich will ich fürs Meme ganz gerne einen Geofissur-Hit haben, aber ja, es ist halt einfach, es ist so bescheuert, ey. Okay, das macht okay Damage, ne? Spezialangriff steigt auch, aber wir haben halt auf jeden Fall den Spezialangriff gesenkt, was nice ist. Und ein bisschen Schmarotzer Schaden. So, Verderben kommt raus. Wir treffen, das ist gut. Was hat eine 10% Misschance, das wäre ein bisschen unangenehm. Und damit passt das auch. Rückenwind ist jetzt erstmal vorbei. Ja, und ich würde sagen, wir hauen jetzt hier einen Ramboss in den Slot und protecten erstmal mit dem Mäuserich. Aber ihr seht es ja, 4 Runden sind vergangen. Und Dinglu hat keinen KP-Schaden bekommen, auch wenn der Gegner den nicht attackt hat, aber der hätte halt auch nicht viel machen können. Dementsprechend, Dinglu hatte jetzt gerade 4-mal die Möglichkeit, auf Geofissur zu gehen. Das ist schon heftig. Und seht ihr den feuerreigen Schaden, er ist auf +1. Der hat 140 Base-Spezialangriff. Das ist illegal, wie wenig Schaden das macht. Und Ramboss killt ihn dann einfach. Also wirklich, dieses Pokémon ist wirklich richtig, richtig gut. Und Geofissur ist dann halt einfach nur, ja, nervig. Ich werde es nicht spielen, irgendwie auf der Europameisterschaft oder so. Aber einmal wollte ich es euch zeigen. Dieses Pokémon macht tatsächlich Geofissur viable. So, ich würde sagen, wir hauen wieder ein Verderben in diesen Slot. Und, boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir spotlighten hier mit Mäuserich. Ich sage, sie haben halt noch Epitaph in the Bag. Das sollte dann auch relativ gut für mich sein. Der kann nicht mehr Terra kristallisieren. Oh, Sonntag. Okay. Das ist natürlich stark, weil der damit die Paläosynthese aktiviert. Also, ich habe gerade Sonntag gesagt, das hätte ich noch nie gesehen oder nicht rein zufällig in der letzten Folge auch benutzt.
Aber Erdbeben kommt sogar. Oh, Erdbeben sieht man nicht sehr häufig. Das kann unangenehm werden, okay? Weil Erdbeben ist ein bisschen nerviger. Aber ich glaube, Epitaph sollte das eigentlich immer noch im Alleingang gewinnen können. Ich würde sagen, wir hauen hier den Rambos in den Kramok-Slot und Ableithieb in den Donnersichel-Slot. Das Gute ist, dass er nicht mehr Terra kristallisieren kann. Das heißt, hier kommt jetzt nicht irgendwie Terra-Flug-Akrobatik. Und wir sehen Erdbeben rauskommen. Es killt leider den Lu, aber Ableithieb sollte eigentlich Donnersichel killen und ich glaube nicht, dass Kramox mich mit einem Schmarotzer rausnehmen kann. Also sollten wir da eigentlich ganz gut sein. Oder zwei Schmarotzer natürlich. Wobei, das ist schon guter Damage, ne? Also mit Ableithieb, Heilung, müssen wir jetzt gerade mal gucken. Das könnte doch mal knapper werden. Ja, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Aber ich glaube, mit der Überreste-Heilung sollten wir eigentlich in Range sein, dass das funktioniert. Wir drücken einmal sicherheitshalber Schutzschild, denn damit haben wir noch ein bisschen mehr KP-Heilung und er sollte eigentlich das nicht irgendwie ausnutzen können. Der geht natürlich nochmal auf Schmarotzer, das ist fein. Damit haben wir nochmal ein paar KP zurückregeneriert. Rückenwind sollte, glaube ich, auch gleich vorbei sein. Dann sind wir eh schneller als Kramurks und dann sollte eh alles easy sein. Also gehen wir jetzt hier einfach auf den Ableithieb und besiegen hoffentlich dieses Kramurks. Er ist sogar schneller mit dem Schmarotzer, bekommt keinen Crit zum Glück und Ableithieb killt Kramurks. Wurde jetzt am Ende nochmal spannend. Aber alles easy. Und wir sind wieder in den Top 2000. Unser nächster Gegner hat auf jeden Fall ein sehr gefährliches Team mit am Start. Auch wenn es ein bisschen Anti-Synergie hat, leaden wir tatsächlich mit Ding Lu und Flatterhaar und packen dann wieder den Mäuserich und Epitaph in the Bag. Denn natürlich, die Fähigkeiten der Unheils-Pokémon sind sehr stark, aber sie schwächen halt auch die eigene Seite. Und da muss man auf jeden Fall vor aufpassen, weil sowas wie Flatterhaar wird dann natürlich ein bisschen schlechter. Aber ich finde Flatterhaar in dem Matchup ganz gut und Ding Lu ist halt ein guter Lead, vor allem gegen Lumiflora. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. So, wir sehen Bao Jian als Lead. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen vor aufpassen. Ich glaube, wir machen wieder was ganz Freches. Wir gehen hier auf Geofissur in den Lumiflora-Slot und auf Mondgewalt in den Slot. Weil ich glaube, Geofissur, ja, okay, ja, protected. Geofissur würde nicht die Giftspitzen aktivieren von Lumiflora, oder? Bin ich da nicht ganz auf der richtigen Spur? Ich bin mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall kommt hier der Letalwirbler raus, okay? Also ist nervig, klar, dass der Letalwirbler auch kommen kann. Geofissur kommt und es trifft nicht. Gönn noch einmal, ey. Aber dafür haben wir jetzt wieder den verdoppelten Fruststampfer nächste Runde. Das ist natürlich sehr stark. Ja, und ich glaube, wir machen es tatsächlich sogar so. Wir gehen jetzt hier auf Fruststampfer in den Slot und ballern eine Mondgewalt in den Baujian-Slot. Die Sache ist, Tiefschlag, damit, ja, ich wollte gerade sagen, den überlebe ich, weil ich relativ bulky bin. Kann ich leben. Die Sache ist, wir werden jetzt halt wahrscheinlich die Giftspitzen leider auf unsere Seite bekommen. Aber ich glaube, da konnte ich jetzt nicht super viel gegen machen. Weil, ja, ich meine, so oder so stirbt diese Runde dann was. Und dann hätte er eh nächste Runde Letalwirbler drücken können. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall... Wobei, nee, es muss Offensivfeste sein auf dem. Das heißt, ich bekomme den auf jeden Fall diese Runde weg. Aber leider kommen halt diese Giftspitzen raus, die natürlich nervig sind. Da ist die Lage Giftstacheln oder Giftspitzen durch den Giftbelag. Ich glaube, es wäre besser gewesen, den Glue einfach zu terran. Einfach um mit der Gift safe zu sein. Weil jetzt bin ich leider vergiftet. Jetzt bringt mir das leider nicht mehr so viel. So, und ich wollte Epitaph hier gerade noch nicht reinwechseln, auch weil sowas wie Flatterhaar reinkommen kann. Und wir sehen aber die Energiekapsel auf Flatterhaar. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, Terra Gift wäre schon eine bessere Play hier gewesen mit Ding Lu. Ich glaube aber, dass wir es tatsächlich immer noch machen können, auch wenn es ein bisschen spät ist. Wir hauen hier Terra Gift raus und Rambos in den Flatterhaar-Slot. Und mit Maushold gehen wir sogar auf Protect, weil möglicherweise eine Sancto-Klinge kommen könnte. So, unsere Terra-Kristallisierung kommt raus. Der Gegner hat bisher noch nicht Terra-Kristallisiert. Wird es jetzt auch diese Runde nicht machen. Sonst wäre das als allererstes passiert, weil Flatterhaar und Baujian natürlich schneller sind. Ja, Terra Gift wäre einfach so viel besser in dem Matchup gewesen. Hätte ich First dann machen müssen, dann hätte ich keinen Vergiftungsschaden bekommen oder irgendwie sowas. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich den Rambos rausbekomme in Flatterhaar und dann nicht ein Protect kommt, aber es kommt ein Delegator von Flatterhaar, natürlich auch gut gemacht, um die Vergiftung weiter zu stallen. Und die Sancto-Klinge kommt tatsächlich in den Maushold-Slot. Also das habe ich schon mal richtig predicted. Rambos wird natürlich den Sub brechen, aber trotzdem kann er jetzt erstmal jede Runde Delegator drücken und das ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, wir drücken einfach weiter einen Rambos in den Flatterhaar-Slot und wechseln sogar ein Epitaph. Ah, wobei, nee, ich rechne gerade damit, dass er vielleicht sogar nicht auf Sancto-Klinge geht in den Mäuserich-Slot. Und damit rechnet hier. Könnte natürlich jetzt auch eine Misskalkulation sein. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass er auf Eiskreisel in den Slot geht. Aber nein, Maushold überlebt das sogar mit 3 KP. Was ein Macher.
Damit bekommen wir Bao Jian auf jeden Fall weg. Das ist schon mal sehr wichtig. Boah, jetzt umso mehr ich dieses Matchup sehe, desto mehr denke ich mir, boah, Terra Gift First Turn, das wäre es einfach gewesen. Ich dachte mir, nein, ich will meinen Terra aufsparen. Vergiftung kann ich schon mit Leben auf Dinglu. Ich glaube, das geht schon. Das wäre schon sehr wichtig gewesen. So, Mäuserich stirbt diese Runde. Dafür haben wir gleich Epitaph drin. Bei Epitaph ist halt gleich das Problem, dass er natürlich auch vergiftet wird. Und das letzte Pokémon auf der gegnerischen Seite ist Wu Qian, also wie heißt es denn? Chongjian auf Deutsch. Der verringert unseren physischen Angriff. Das ist natürlich jetzt auch nicht super toll, muss man sagen. Ich glaube, wir müssen fast schon dafür gehen. Ich glaube, wir gehen hier auf Geofissur in den Chongjian-Slot und hauen die Zornesfaust in den Flatterhaar-Slot. Es kommt sogar die Terra-Kristallisierung, wahrscheinlich von Chongjian, weil Ableitit nervig ist. Boah, wenn ich jetzt Geofissur treffen würde, ne? Ich will es ja gar nicht, also ich will nur einmal es treffen fürs Meme. Selbst wenn ich den Kampf verliere, das ist mir komplett egal. Aber einmal muss das heute passieren. Okay, Protect kommt raus von Flatterhaar, gut gemacht auf jeden Fall, klar. Aber Terra Gift ist auch fein für mich. Also ich könnte nächste Runde dann einfach Frischstampfer drücken, aber Egelsamen wäre halt auch nervig auf Dinglu. So, Geofissur, triff! Es kommt ein Delegator von Chong. Oh, das ist ja ein ekliges Team. Boah, ist das eklig, ey. Da muss ich ja ganz schnell los. Also ich kann jetzt noch eine Sache machen. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auf Fruststampfer und auf Zornesfaust in den Flatterhaar-Slot. Und es kommt der Delegator tatsächlich. Und Flatterhaar sollte auf jeden Fall diese Runde sterben. Weil ich habe Flatterhaar double targeted. Ich habe noch die Chance, das zu gewinnen, wenn der Gegner jetzt das Targeting verhaut. Wenn die Egelsamen jetzt zum Beispiel auf Epitaph gehen, ist alles super. Wenn der Angriff auf den Egelsamen kommt und Egelsamen geht daneben, das ist richtig gut, weil Flatterhaar stirbt die Runde. Das war halt kein Play. Mondgewalt wäre der bessere Play auf Epitaph jetzt hier gewesen. Und wenn wir diese Runde es endlich hinbekommen, mit Geofissur zu treffen, wäre das huge. Ich glaube aber, also ist so oder so mein Play, denn folgendes. Also ich muss mit Zornesfaust den Delegator brechen. Das ist erstmal das Wichtige, was kommt, leider der Protect. Natürlich, das ist unangenehmo. Wir müssen halt, als Sache ist, wenn wir mit Zornesfaust den Delegator gebrochen bekommen, dann könnte Frischdampfer unter Umständen, nee, es wird nicht reichen, ich müsste immer noch Geofissur treffen. Ich glaube, ein wirklich guter Play von mir wäre hier gewesen, auf Protzer letzte Runde zu gehen, um den Protect zu predikten. Und vielleicht sogar mit Frischdampfer die Zornesfaust hochzuboosten von Epitaph, falls das immer noch nicht reicht. Aber sonst hätte ich sogar Geofissur auf Epitaph einsetzen können. Hätte hoffen können, dass ich misse, sodass ich nächste Runde Frischdampfer einsetze. Ja, okay. Macht das sogar gut, geht hier nochmal auf den Delegator. Das wäre vielleicht noch irgendwie ein Play gewesen, aber nope, nope, nope. Und damit stirbt Dinglu und damit können wir das eigentlich nicht mehr gewinnen, weil das Gift mich jede Runde hops nehmen wird. Ich glaube, das wäre wirklich winnable gewesen, wenn ich einfach hier Terra Gift direkt in der ersten Runde eingesetzt hätte. Da hätte ich das, glaube ich, easy gewinnen können. Aber dann ein nächstes Mal. Unser nächster Gegner hat tatsächlich auch Chongjian. Oh nein. Ich glaube, diesmal liegen wir mit der offensiven Gewalt. Komm, Drauran, Bao Jian, Epitaph. Keine Lust mehr auf diese defensive Geschichte. Ab in den letzten Kampf mit brutaler Gewalt. Okay, ist ein bisschen übertrieben, aber wir wollen einfach reinböllern und das können wir mit Dragoan und Bao Jian auf jeden Fall. Das ist generell ein sehr starkes offensives Duo. Leider wird die offensive Kraft etwas eingeschränkt durch Chongjian, aber Bao Jian kann das ja ein bisschen ausgleichen. Ich werde diese Runde aber auf jeden Fall protecten mit Bao Jian und wir hauen den Eiskreisel in den Fiaro-Slot. Denn hier kann natürlich sowas wie Rückenwind diese Runde kommen. Ja, wobei das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich überlege gerade, ich hätte auch direkt einfach angreifen können. Ich hatte keine Lust auf Irrlicht, aber ich weiß nicht, ob Torotempo plus die Eisattacke gekillt hätte. So, wir sehen auch wieder auf jeden Fall Terra Wasser Chongjian. Das kann nervig sein. Ja, doch, das könnte nervig sein. Wir sehen Schutzschild auf. Ja, okay, das sieht man nicht sehr häufig. Ich hoffe, dass die Egelsamen in den Bao Jian Slot kommen und nicht in den Dragoan Slot. Das wäre ganz cool. Aber leider kommen die Egelsamen in den Dragoan Slot. Oh nein. Okay, ich glaube, wir machen es einfach. Wir gehen hier auf Eiskreise in den Fiaro Slot und Turbo Tempo in den Fiaro Slot. Denn Sache ist, wir will Fiaro weg haben, damit wir mit Epitaph hier Faxen machen können. Wir werden jetzt zwar Egelsamen in den Bao Jian Slot bekommen, aber ich glaube, ich werde nächste Runde einfach einen Double Switch machen. Auch in der Hoffnung, dass das Chongjian vielleicht auf Schutzschild erstmal gehen wird, um passiv zu spielen. Das wäre sehr cool. Aber man muss auf jeden Fall sagen, Terra Wasser Chongjian ist sehr, sehr nervig. So, wir sehen leider Flatterhaar rauskommen. Ich glaube, wir wechseln sogar da nicht raus und Double Targeten wieder Flatterhaar. Wobei wahrscheinlich ein Protect kommen wird, aber ganz ehrlich,
dann soll da halt ein Protect kommen. Eiskreisel in den Flutter-Slot und ich glaube sogar Terra Normal Eiskreisel in den Slot. Die Sache ist nämlich die, dass ich nicht Dragoran diese Runde an der Feenattacke verlieren möchte oder auch nächste Runde. Und deswegen hier auf Terra Normal gehe und ich glaube, ich brauche meine Terra-Kristallisierung für dieses Matchup nicht mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Wir sehen tatsächlich keinen Protect. Das ist sehr, sehr gut. Bei Eiskreise wird sehr guten Schaden machen. Es kommt der Zauberschein, wie gedacht. Dragoran überlebt es aber dank der Terra-Kristallisierung und kann jetzt von Flutter wegbekommen. Und haben wir gleich Epitaph plus das gute alte Maus-Pokémon. Und damit sollte ich dann in der Lage sein, auch gegen Chongjian zu bestehen. Verderben kommt hier, ja, damit kann ich eigentlich leben. Ich glaube, wir gehen hier aber als erstes in Epitaph rein, um gleich erstmal zu protecten. Ist wahrscheinlich das Smarteste. Und der Gegner geht in den, das ist auch voll okay. Wir protecten jetzt hier, damit wir keinen Egesam abbekommen. So, wir haben Konzentrator, das heißt, er kann uns nicht flinchen. Wird er protecten mit Chongjian? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Protect kommt, deswegen gehen wir auf Frustdampfer in den Eisenhand-Slot. Und hoffen mal, dass das richtig gereadet ist. Das wäre natürlich super. Mogelhieb kommt raus. Killt mich das? Ja. Leider killt mich das. Das ist natürlich sad, aber ja, hätte die Turbo-Tempo keinen Unterschied gemacht. Das wäre von der Priorität immer noch drunter gewesen. Und es ist sogar Leben auf Eisenhand. Sehr wild. Okay, wir sehen Egesam rauskommen. Ist okay. War mit zu rechnen. Wir hauen hier auf jeden Fall jetzt den Mäuserich rein. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich am besten targete. Ich glaube, das Beste, was ich tun kann, ist erstmal hier auf Protzer eine Runde zu gehen und zu prügeln, damit ich auf jeden Fall Epitaph hier hochbooste. Denn Epitaphs Zornesfaust muss auf jeden Fall stark sein, damit ich hier eine Chance habe. Wobei, ja gut, nur zwei Hits natürlich, klar. Aber jetzt sind wir bei 150 Base, sind auf plus 1 Angriff. Natürlich, der Angriff wird vermindert, klar. Aber ich glaube, das ist okay. Egesamen kommen raus, klar. Egesamen sind auch nervig. Aber an sich glaube ich fein. Wir sehen den Ablativ rauskommen, den Mäuserich. Das killt leider. Okay, ich hatte gehofft, dass wir es vielleicht überleben. Das ist ein bisschen schade. Dann müssen wir es halt gleich irgendwie mit Epitaph handeln. Ich hoffe einfach, dass ich mein Epitaph jetzt hier nicht überschätze. Wir gehen auf Zornesfaust in den Slot. Denn ich könnte mir vorstellen, dass da langsam ein Protect kommt. Aber es kommt kein Protect, okay. Aber Zornesfaust, okay, ist ein Tool-KO. Wir sehen Verderben rauskommen. Okay, Verderben könnte nervig sein. Und jetzt noch ein Donnerschlag. Ah, das ist zu viel Damage, glaube ich. Das ist, glaube ich, zu viel Damage. Ja, wobei, ich glaube, mit Ableithieb, ich glaube, das sollte noch machbar sein. Chongjian wird, glaube ich, jetzt hier Protect. Wir müssen halt mit Ableitieb auf jeden Fall Eisenhand killen. So, Ableitieb kommt raus. Es killt aber nicht. Oh, weil ich glaube, wenn wir den killen, dann sind wir, glaube ich, stark genug, weil wir die nächste Runde halt überleben. Ja, wobei Gigasauger, ja doch. Ja, mit dem Egesam. Nee, dann nicht. Ja, wobei, wenn es gekillt hätte, hätte ich ein paar mehr KP gehabt. Weil dann hätte Zornesfaust, glaube ich, genügend Schaden gemacht auf plus 1, um Chongjian zu killen. Ja, wobei, weiß ich nicht. Der ist schon bulky. Boah, dieses Ding. Naja, vielleicht hätte ich mich direkt auf den fokussieren müssen, klar. Aber der hat halt meine Offensive die ganze Zeit eingeschränkt. Vielleicht mit Superzahn angreifen und dann mich auf den... Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat alles nichts gebracht. Man muss auf jeden Fall gegen die Schnecke aufpassen. Wenn ihr weitere Kämpfe ohne die Schnecke sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei.